Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Heute mit dem Player of the Month der Premier League des Monats Dezember, meines Wissens nach. Ja, glaube ich, müsste der Dezembermonat gewesen sein. Das ist Solanke, Dominic Solanke geworden. 1,87 groß, hoch mit Workwits, 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Ist nicht eine teure Karte. Ist natürlich auch keine Meta-Karte, aber eine Karte, die eigentlich durchaus interessant aussieht. Denn er ist überwiegend lengthy. Ist natürlich Stürmer, Engländer aus der Premier League und bringt eigentlich sehr gute Werte mit auf den ersten Blick. Tempo sieht sehr, sehr gut aus. Irgendwie die Anzeige so richtig? Sollte nicht um diese Zahlen, die großen Zahlen, irgendwie ein Kreis sein oder so? Okay, egal. Antritt ist nicht so geil, aber halt 95 Sprinttempo. Mit Lengthy hoffe ich mir da auf jeden Fall etwas, ein bisschen was, dass da einfach ein bisschen Tempo dahinter ist auf jeden Fall. Ich bin nämlich mit Marksman gegangen ums Tempo. Um den Schuss, ums Dribbling und um die Physis mitzunehmen. Denn die Schusswerte können auf jeden Fall was vertragen, vor allem Longshots werden gepusht. Abschuss geht auf 99, Schusskraft geht auf 96. Passspiel ist okay mit 93 kurzer Pass, 92 Übersicht. Vollkommen ausreichend für einen Stürmer. Dazu eigentlich ganz akzeptable Dribbling-Werte. Ja, Beweglichkeit, Balance ist nicht so der Burner, aber er soll auch nicht derjenige sein, der da großartige Pirouetten macht. Er soll natürlich so eine Art Haaland sein, der vorne die Dinge einfach reinrotzt. Und das bringt auf jeden Fall mit 94 Reaktionen, mit 97 Ballkontrolle und 99 Dribbling, 91 Ruhe, 99 Kopfballpräzision, mit 99 Ausdauer, 99 Stärke und 99 Sprungkraft, spricht auch so ein bisschen für sich, denn er hat den Power-Shot und den Power-Kopfball plus. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie so Ecken mit ihm funktionieren, wenn auch er den in der Luft-Playstyle hatte, also sollte eigentlich doch ein sehr krasses Eckballmonster werden oder ein Flankenmonster. Das werden wir auf jeden Fall testen. Wir haben bei 2 Flankenmaschinen als Außenverteidiger mit dabei und gehen rein in die Weekend League. Wow, bevor es jetzt irgendwie weitergeht. Siehst du die Statistik, die wir hier an der Seite angezeigt haben? Die hier? Siehst du die? 82% auf diesem Kanal haben noch nicht abonniert. Also sei du jetzt kein Versager und abonnier diesen Kanal. Bis dann. Oh mein Gott, was hat das für ein Kopfball? Heilige Scheiße. Das kann auf jeden Fall spannend werden mit ihm. Oh ja, das war hervorragend gemacht. Die Annahme mit der Brust und dann der Schuss. Natürlich grün getimed, aber der Schuss war super stark. Er fühlt sich, was ich auf jeden Fall schon mal anmerken muss, er fühlt sich nicht an wie 89 Dribbling. Das fühlt sich bei einem, bei einem kleineren Spieler deutlich besser an. Also das merkt man auf jeden Fall, dass es halt ein großer, stämmiger Stürmer ist und kein wendiger, kleiner Flitzer. Aber er macht seine Sache bislang sehr, sehr gut. Ja, warum nimmt er? Was, Alter? Warum nimmst du da nicht den Kopf? Du hast Aerial und Powerkopfball und machst da einen Fallrückzieher, ey. Auch jetzt wieder. Warum nimmt er dann nicht den Kopf? Egal, er macht ihn auch mit dem Fuß rein, aber er hätte auch mit dem Kopf machen können. Oh mein Gott, der Torwart war schon besiegt bei dem Kopfball, aber irgendwie kommt da der Verteidiger noch dran und unterbindet da alles. Bisschen schade. Oh ja, da geht Solanke gut mit. Und einfach eiskalt ausgekontert. Er geht einfach super gut mit. Das hat er echt stark gemacht. Mbappé natürlich komplett ausgerastet, was den Pace angeht, aber Solanke stand da genau richtig und macht den auch rein. Schwacher Fuß. Schwacher Fuß. Und er zimmert das Ding brutal rein. Also das war eiskalt abgeschlossen. Drehung, Übersteiger, Tor. Da haben wir gerade gesehen, dass einfach ja die Bewegungen so einen Tick zu lange dauern. Da fehlt es einfach ein bisschen. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Wieso kommt der Gegner mit so einer Scheiße so easy durch? Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Kann der Gegner nichts machen. Wir laufen vorbei und Tor. Easy. Easy. Ganz, ganz einfaches Ding. Einmal die Möglichkeit gehabt, er kann durchstarten und dann ist er natürlich nicht zu halten mit seinem Lengthy mit 88 Tempo. Da ist dann auch nicht, egal, ob er 80 Antritt hat.
Auch der Schuss war nicht schlecht. Wie gesagt, sein linker Fuß, obwohl er Rechtsfuß ist, ist eigentlich echt nicht schlecht. Das macht er wirklich, wirklich gut. Er ist wieder weg. Er ist wieder weg. Da kann nicht mal ein Van Dijk hinterher. Aber da haben wir es dann gegen Ende verkackt. Da fehlt dann halt so dieses gewisse Maß an Beweglichkeit, an Wendigkeit, Schnelligkeit in der Bewegung her. Da fehlt es dann einfach. Er ist halt wirklich durch Pacen und Schuss oder halt einfach mit hohen Bällen ihn füttern. Wie jetzt hier, leider abseits, aber das wäre auch wieder so eine Gelegenheit gewesen. Einfach durchstecken mit einem Spieler wie Rosicki, der ist natürlich perfekt, der ist genau wie gemalt für so Sachen. Der Pass ist auch nicht schlecht, ist da abseits? Ja, ist wieder abseits. Ah. Da haben wir es. Solanke ist wieder da. Und was für ein schönes Ding. Er hat einen Torwart verstellt, aber der Außenschuss, wie gesagt, sein Schuss ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das macht er echt stark. Aber halt, es mangelt unfassbar an Beweglichkeit. So, wir kriegen einen Elfmeter. Da bin ich ja immer unfassbar stark drin. Solanke macht ihn und fetzt ihn unten links rein. Ja, macht er. Ganz easy. Den kann man auch mal machen. Den kann man auch mal machen, Solanke. Also, er hatte jetzt schon auch immer wieder mal so Momente drin, die ich dann auch nicht mit reingeschnitten habe, wo ich mir dachte, Alter, er macht oder er hat ultra krasse Schüsse drauf, aber die 100%igen oder 80%igen, die sind dann so, Ja, Solanke, die Dinger macht er rein. Die Dinger macht er rein, ganz easy, ohne Probleme. Also es ist ein solider Stürmer, aber kein Game Changer. Also das macht er schon wirklich gut. Wenn man ihn wirklich in Szene setzen kann, in Szene setzen kann, er sich gut positioniert, dann hat er auch unfassbar gute Technik. Also wie wir hier gesehen haben, wie er den Ball da runternimmt und dann in der Drehung direkt abschließt und auch, halt auch ein Tor macht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass er eben sehr, sehr beweglich ist und das macht er echt sehr, sehr stark. Aber es fehlt halt so im, wie gesagt, in der Bewegung, im Dribbling, in der Beweglichkeit. Und der Gegner hat keinen Bock mehr oder was? Dann kriegen wir nochmal einen Elfmeter. Solanke kann sich nochmal beweisen. Jetzt schlänzen die so richtig arrogant per Lupfer in die Mitte. Oh ja. Ja, eben so Sachen macht er einfach unfassbar gut. Wenn man ihn in Szene setzt, dann bringt er die Dinge auch. Dann macht er die Dinge auch gut rein. Das sind eben die Momente. Aber er ist jetzt keiner, der Spiele entscheidet oder der irgendwie im Alleingang alles irgendwie, ja, wie soll ich sagen, im Alleingang Spiele entscheiden kann. Er muss auf jeden Fall gesucht werden. Er ist wirklich so ein typischer Targetman vorne drin. Und wenn man ihn natürlich findet, wenn man ihn in Szene setzen kann, dann macht er die Buden auch. Aber wir sehen ja auch, der Haaland macht genau das Gleiche und er hat nichts gekostet. Ich finde, die Haaland-Karte hier, ja, der Gegner hat keinen Bock mehr, in der 90. Minute bei 6:2, okay. Der Haaland kostet gar nichts und erfüllt genau den gleichen Zweck. Also er macht genau das Gleiche, ist ein Targetman, ihn muss man schicken, man muss mit ihm einfach die Läufe machen. Und deswegen, wenn man es auch mal so vergleicht, klar, im Tempo ist Haaland deutlich besser. Plus er hat die Rakete. Schuss natürlich, wobei ich Schuss bei Haaland genauso gut finde. Pass, okay, Pass ist bei Haaland richtig scheiße. Dribbling ist bei Haaland nicht zu gebrauchen, aber fühlt sich irgendwie genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als bei Solanke an. Wir haben dafür bei Solanke einfach die Physis. Solanke ist halt einfach so eine wirkliche Maschine, ein Kasten vorne drin. Er macht einfach seinen Job, der macht sein Ding, aber für mich keiner, der in die Stammformation kommen würde. Also auf gar keinen Fall. No way. 6 Spiele, 11 Tore ist natürlich eine Hausnummer. Das sieht unfassbar krass aus, aber es hat sich einfach nicht so unfassbar krass angefühlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie
wenn ich jetzt das so sehe, sieht das schon echt heftig aus, aber ich glaube, in entscheidenden Spielen, wo es wirklich auf Einsleiten ankommt, da kackt die Karte einfach ab und da ist er dann halt einfach nichts. Er hat ultra geile Playstyles mit dem Power-Kopfball, mit dem Aerial. Akrobatisch haben wir ab und zu gesehen, war ein bisschen wasted, aber gut. Aber es irgendwie dieses gewisse Etwas, irgendwie fehlt mir das. Aber ist eine Karte, kann man mitnehmen, ist mal ein anderer Stürmer im Spiel, die immer gleichen fressen. Ich verabschiede mich, wir sehen uns im anderen Video. Bis dann und tschüss.